Ich bin Laura Picciano und mache eine Ausbildung zur Mediengestalterin Bild und Ton. Also hier bei der Produktion bin ich gerade beim Ton dabei. Ich habe hier dafür gesorgt, dass der Zuschauer zu Hause was hört. Also habe die Moderatoren verkabelt. Die hat auch ihren Ohrwurm bekommen, damit sie sich selber hört. Ich stelle die Lautsprecher auf, genau, lege die Verbindungen und die Signalabläufe fest, damit der Zuschauer zu Hause seinen Ton kriegt. Mein Highlight ist bis jetzt eigentlich die Studioproduktion, wo ich bei der Tontechnik dabei war. Mir gefällt es super gut, Teil eines Teams zu sein. Man hat ganz viel kreative Entscheidungskraft auch. Je nachdem, welche Mikrofone man verwendet, lässt man es auch anders klingen. Also wir können den Klang gestalten. Nach so einer Studioproduktion ist man natürlich sehr stolz, einfach auf das mitverantwortlich beim Endergebnis zu sein. Man hat einfach was geleistet, was dann zigtausende Fernsehzuschauer im Endeffekt sehen. Ich bin die Madeleine Sörtl, 23 Jahre alt und mache eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement. Aktuell bin ich in der B5 Nachrichtenredaktion. Hier bin ich mitverantwortlich für die Planung der Sendung, für die Einteilung der Reporter zu ihren Einsatzorten, für die Berichterstattung und für die technische Abwicklung, wie das Bestellen von Übertragungswagen und Übertragungsleitungen. Also das Technische geht auch alles über meinen Tisch. Das Schöne an der Ausbildung beim BR ist, dass man in total vielen Abteilungen arbeiten darf. Radio, Fernsehen, Verwaltung. Super gern zurückdenke ich an die Sportredaktion, als ich mit in die Allianz Arena durfte. Ich durfte einfach hautnah miterleben, wie die Arbeit dort funktioniert und durfte auch den einen oder anderen Spieler hautnah sehen. Und das war natürlich eine coole Erfahrung. Ich bereite Studios vor, baue Licht- und Tonanlagen auf und schaue, dass Moderatoren und Künstler im richtigen Licht stehen. Mein Name ist Maximilian Saller, ich bin 19 Jahre alt und mache eine Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Bei meiner Ausbildung beim BR ist das Besondere, dass ich in vielen Abteilungen bin. Ich habe meine Abteilung im Licht und Ton, aber auch beim Bühnen- und Szenenbau, bei den Schreinern und Schlossern. Das sind viele verschiedene Berufe in einem. Besonderes, wenn man in ein leeres Studio oder in einen leeren Raum kommt und von Anfang an beim Aufbau dabei ist, das Licht, den Ton mit aufbaut und dann am Abend, wenn dann die Gäste kommen, die Veranstaltung mit betreut und sieht, dass es den Leuten gefällt und gut ankommt. Since I